Ich grüße euch zu einem weiteren Part von Pokémon Schwarze Edition. Im letzten Part haben wir, eine Niederlage abkassiert von N, aber wir konnten ein Rematch wieder mal starten ohne Training. Und jetzt geht es nun endgültig los laut dem Part. Ja, ihr seht es genau. Wir kämpfen gegen die einer der beliebtesten, einer der heißesten Arenaleiterinnen in ganz Einal. Und zwar mit Camilla. Der Pokémon-Arena von Rayono City. Arenaleiterin Camilla, die strahlende Schönheit. Erinnert mich genau an die Arenaleiterin von Misty aus der Kanto-Region. Naja. Da staunst du Blockletze, was? Wie du sehen kannst, ist die ganze Arena wie eine riesige Achterbahnfahrt. Wie dem auch sei, das ist hier für dich. Tafelwasser, yay! Endlich mal was zum Trinken. Genau wie mein Red Bull neben meinem Tisch. Zunächst einmal steigst du in den Wagen ein. Auf den Gerüsten stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du auch in den Wagen eines besiegten Trainergegners und fährst weiter. Stück für Stück näherst du dich so der Arenaleiterin. Übrigens, Elektrowogen sind anfällig gegen Bodenattacken. Da ist natürlich Ganovil gefragt. Aber lass uns unser Bestes geben. Mal sehen. Wir werden jetzt natürlich jeden einzelnen Trainer jetzt in diesem Part durchziehen. Das wäre jetzt das Erste, was wir tun können. Und diese Arena ist eine meiner Lieblingsarenen überhaupt im Spiel. So wie du angezogen bist, sieht man dir sofort an, dass du aus Avenizia bist. So, dann lass uns jetzt loslegen. Ich starte jetzt mit einem Volga, mit einem Flug-Elektro-Typ. Was er für mich jetzt leider einen kleinen Nachteil hat. Wir können jetzt ruhig mit... Oh, Verfolgung, oh. Oh, es hat nicht so viel Schaden gemacht, gut. Oh, es ist nicht so effektiv. Was, es hat nichts gebracht, verdammte Scheiße. Aber die Arenaleiterin hat nämlich schon damals ein bisschen mehr Probleme gemacht. Mit ihrem Doppelteam und so weiter und mit ihren Zebrits. Oh mein Gott, das kam noch Erinnerungen hoch damals. Ich hatte mich dann schon richtig aufgeregt, dass ich schon 2011 das Spiel gezockt habe. Da war ich noch erst 18, 19 Jahre alt. Oh Mann. Ich habe es selber schon angespielt, falls ihr es schon gewusst habt. Ich habe das Spiel schon zu Ende gespielt, aber nicht ganz. Denn den Champ habe ich nie besiegen können, und zwar... Den werden wir auch schon bald kennenlernen. Okay, Doppelteam setzt es noch weiter ein. Sprung. Oi. Das wäre super, dann, wenn es dann bald zu Rabigato entwickelt, das wäre noch besser. Verfolgung, oh. Ich glaube, nach den ganzen Trainerkämpfen werden wir auch dann wahrscheinlich zu Pokémon Center gehen. Keine Frage. Ich weiß, ich habe schon gesagt, ich werde dann noch meinen Pokémon dann weiterentwickeln, aber erst viel später. Tja, ich glaube, ich werde Glut jetzt mal wegtun und wir haben jetzt Nitro-Ladung. Das wäre sehr gut. Wir lassen jetzt Nitro-Ladung jetzt mal so, wie es ist. So, ich habe ja fast vergessen, noch wen zu entwickeln, und zwar... Ihr wisst schon, wen ich damit meine. Ja. Tatsächlich. Denn Vegimak wird jetzt nun offiziell in diesem Part entwickelt. Weil es auf Level 20 ist. Ist doch keine... spielt doch keine Rolle. Hauptsache, wir haben jetzt eine Weiterentwicklung für Vegimak jetzt nun parat. Und es entwickelt sich zu...
Vegeta. Ja, Vegeta. Ich kann euch jetzt schnell zum Pokédex noch reingreifen, wenn ihr wollt. Also, wir können jetzt nochmal reinschauen. Mal sehen, wo ist denn Vegeta? Da ist es. Okay. Ihr seht es leider nicht, aber ich glaube... Moment. Ich kann es euch noch ruhig lesen, was da steht. Vegeta. Vegeta, das Stachelapfel. Ein hitziger Geselle, der im Kampf einen dornigen Schweif umherschwingt. Auf seinen Kopf wachsen bittere Kräuter. Hm. Sehr, sehr informativ. So. Jetzt haben wir die Weiche jetzt umgestellt. Mal sehen, was uns jetzt der Weg hier bringt jetzt nun. Zu einem weiteren Weg. Sei mir gegrüßt, Herausforderer. Meine Eltern sind stinkreich. Ich würde jetzt ungern mit dir tauschen. Nein, danke. Ich habe kein Interesse. Wundertausch gab es erst schon in den siebten Generation, sechsten, siebten Generation und heutigen Generation, in der achten Generation leider nicht mehr. Also, ich habe kein Interesse. Tut mir leid. Wenn du mich kurz entschuldigst, ich muss dich besiegen. Oh, Nitro-Ladung, verdammt. Wie schade macht es denn? Ah, ist nicht so viel, okay. Ich kann nur hoffen, dass es kein Volltreffer wird, der nächste Treffer. Gut. Dieser Kampf war ungelogen, aber es ist außergewöhnlich stark. Naja. Die Weiche wurde umgestellt, wieder mal. Und da kommt doch tatsächlich noch ein weiterer Schnösel. Hat dir die Achterbahnfahrt Spaß gemacht? Rasant, so eine Achterbahnfahrt. Und genauso rasant geht es jetzt bei unserem Pokémon-Kampf zur Sache. Oh Mann, wieder mal ein Trainerkampf. Was hat man damit erwartet? Na gut, oh mein Gott, mein Hals ist auch schon ein bisschen leicht. Hitzig leichte Hustanfälle habe ich jetzt schon. Keine Sorge, ich bin nicht Corona-krank, also keine Sorge. Ich höre jetzt auf mit den Corona-Gerederei, das habe ich schon letztes Mal am Mittwoch schon gemacht. Ich möchte euch nicht so stark besorgen mehr in der Situation. So, Sandgrab, komm. Sogar die Hälfte hat es abgezogen. Sehr gut. Eine Zebra ist jetzt schon richtig gut platt gemacht worden. Nicht einmal ein Elitzeber, das wäre sehr gut nochmal zu trainieren mit Ganoville. Denn Ganoville wird uns jetzt eine sehr große Rolle spielen jetzt in diesem Let's Play, Leute. Also, der wird uns jetzt richtig die Bude richtig anheizen für Camilla. Denn ich werde größtenteils jetzt nur noch Ganoville und Verkogel einsetzen in diesem Arena-Kampf. Denn da sind zwei Pokémon jetzt mal gefragt. Einmal ist Emolga. Zweimal. Sie hat zwei Emolgas und ein Zebritz, wie ich mich recht denke. So wie du kämpfst, musst du dich nicht einmal vor Camilla verstecken. Ebenso elegant und schön wie sie. Kann ich mir nachvollziehen, wie schön und hübsch sie auch ist. Ja.
Na, kommst du jetzt bald? Na gut. Aber wir kommen schon langsam zu der Arena. Kampf wird schon näher, Leute. Und ich habe schon geahnt, dass noch ein Trainer kommt. Falls stehst du ihr gegenüber, der Arenaleiterin von Rayuno City. Also erst musst du an mir vorbei. Ich wurde von Camilla ausgebildet. Ich werde keine Schande über diese Arena bringen. Naja. Mal sehen, ob du richtig den Grips hast, Lady Colette. Ach, sie startet mit der Molga, das ist nicht gut. Das ist absolut gar nicht gut. Aber ich glaube, Garno will jetzt richtig fit für den Kampf. Solange es jetzt kein Erdbeben hat oder sowas oder was das effektiv wäre. Außer Kampfattacken gegen für Garno will. Und Pflanzenattacken. Aber ich weiß ja selbst, Elektro-Pokémon haben ja keine Pflanzenattacken. Wieso würden die das haben? Hust, hust. Oh mein Gott, das macht sie mit dieser Taktik, mit diesem Doppelteam. Sorry, Leute. Mein Hals ist jetzt etwas trocken. Ich muss jetzt schnell dann bald was trinken nach dem Part. Sobald ich diese Arena-Leiterin dann bald hinter mir habe. Muss ich schnell ein Schlückchen dann nehmen. Oh, jetzt wird sie dann wahrscheinlich jetzt unberührbar sein mit dieser Attacke. Verdammt. Oh, jetzt kommt diese schwere Taktik, wie ich jetzt treffen kann. Aber ich hoffe, dass jetzt für der Nitro-Ladung jetzt den Rest gibt. Ach, nicht ganz. Verdammt. Eine einzige Attacke braucht es noch. Verdammt. Gott. So, Hypertrank. Ich hasse diese Taktik immer mit Doppelteam und dann, damit du nicht mit sie ungerührt bleibt. Am Stoß. Und schon wieder Statik, ist ja logisch. Und Garnoville ist auf Level 22. Geil, und jetzt kriegen wir Itemsperre, brauche ich aber nicht. So, jetzt haben wir jetzt dann alle Trainer jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich jetzt durch, so wie es aussieht. Es war mir eine Ehre, gegen einen so stolzen und starken Trainer wie dich anzutreten. Na gut. Jetzt kommt last but not least die letzte Arenaleiterin, die als letztes die Arenaleiterin von Rayono. Natürlich tun wir jetzt mal hier schon mal einschalten, die Schienen. Bevor es dann richtig losgeht mit dem Arena-Kampf. So, Paraheiler. Ich habe mir das Gefühl, sie wird jetzt starten jetzt mit... bevor ich jetzt mit Garnoville starten würde, mache ich jetzt eine kleine Taktik. Muss ich jetzt planen. Ich weiß... dass sie jetzt starten wird mit... Definitiv mit... zwei Emolga. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber lass uns jetzt mal ansehen, was jetzt losgeht. Also, hier ist die Arenaleiterin Camilla. Auf geht's. Na, dreht sich bei dir von der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werden dich meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen.
So, jetzt geht's los gegen die Schönheit Camilla, die als Topmodel in der Einhornregion gilt. Und ich finde sie selber, sie ist kawaii. So, sie startet tatsächlich jetzt mit dem Molga, wie ich mir das gedacht habe. Da werde ich jetzt mal schön mit Walzer jetzt anfangen. Aber sie startet mit Arero Ass. Oh. Und sie startet mit Hypertrank. Gut, gut, gut. Okay. Ja, zweiter Treffer. Hat nicht so viel gebracht. Nochmal Hypertrank. Gut. Der dritte Walzer. Verursacht jetzt einen KO. Super. Wieder mal eine Molga. Okay. Können wir damit leben. Wie viel Schaden macht es denn? Oh. Noch rechtzeitig hat es noch überlebt. Gut. Wir haben noch sehr viel Trank, also keine Sorge, Leute. Nur keinen Grund zur Panik. Das war ein Volltreffer, verdammt. Mist. Wir können jetzt noch versuchen mit Egel sammeln. Es noch zu schwächen. Das wäre noch eine Alternative. Wenn es nicht Aeroas hätte. Aber, oh nein. Fick dich. Ich tue trotzdem jetzt mit Trank jetzt mal spammen, das wäre besser. Wenn es nur mit Rückzug eingesetzt wäre, hätte er nicht... Oh! Es hat's getroffen, super! Die Taktik klappt. Du in den Pokémon, ihr seid wirklich wahre Lichtgestalten. Ha! Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Es kann auch Volt wechseln, das kann, muss ich euch schon aufpassen. Ausgerechnet mit diesem scheiß Statik muss auch noch passieren. Jetzt hat sie aber alle ihre Hypertränke jetzt verschwendet für Molga, für ihr erstes Molga. Was natürlich für sie ein Nachteil wird. Jetzt sitzt sie in total im Nachteil mit mir. Überraschenderweise. Jetzt wird so lange Ekelsamen gehen. Solange Vegeta sich erholt. Jetzt kommt dann ihr stärkstes Pokémon sehr bald mit. Ich glaube, das wird jetzt wahrscheinlich definitiv jetzt ihr Zebritz sein. Was jetzt dann sehr kurzen Prozess machen wird mit meinem Team. Also ich werde jetzt weiterhin mit Hypertrank spammen. Jetzt kannst du in Ruhe jetzt Vegeta besiegen. Ist mir völlig egal jetzt. Egel sammeln läuft noch weiterhin. Wir können auch hoffen, dass es keine Kampfattacke hat, das Zebritz. Das wäre ziemlich schwierig.
Und ihr stärkstes Pokémon, ihr Zebritz, oh mein Gott. Soweit war ich jetzt. Level 27, oh. Sandgrab. Und das war ein Volltreffer, wie geil ist das denn bitte? Wir schaffen das noch, Leute. Wenn wir Glück haben. Man gab jetzt nicht Sandgrab mehr. Ach Scheiße, ich habe wahrscheinlich verkackt jetzt den Kampf jetzt. Ah, fuck. Anscheinend habe ich doch verkackt jetzt den Kampf. Ficken. Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich wird Nagelotz jetzt noch den Rest geben noch. Bitte Knirschen muss treffen. Fuck. Ich hab's verkackt. So knapp, Leute. So knapp. Seht ihr das? Die KP-Anzeige. So scheiß arschknapp war es noch, ne? Oh, Mann. Ausgerechnet jetzt muss ich verlieren. Ich möchte jetzt keinen Trank nehmen jetzt mehr. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Ich verliere jetzt schon, fünfmal in diesem Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. So. Wir können es noch einmal versuchen. So, mal wieder zurück. Hier, Zebritz hätten wir fast gereckt, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann es einfach nicht glauben, dass ich wirklich verloren habe gegen sie, ne? Obwohl, sie ist meine Lieblingsarena-Leiterin. Ganz ohne Scheiß jetzt. Aber hey, komm. Ist nicht die halbe Welt. Komm, wir schaffen es eh noch. Zweiter Versuch. Und diesmal ohne Trank und ohne was. Jetzt werden wir sie platt machen. Ein ohne Wenn und Aber. Mist. Ich hätte doch wirklich Tränke mitnehmen sollen. Das war echt ein Fehler. Das war mein Fehler, Leute.
So, Folterknecht habe ich jetzt eingesetzt. Es ist komisch, dass ich mich doch dennoch treffen konnte. So. Obwohl jetzt nur ein Viertel dieser KP abgezogen wurde, hat es trotzdem nicht geschafft, verdammt. Okay, Voltwechsel hat es jetzt eingesetzt, okay. Jetzt setzt sie ihr Zebritz ein. Sehr interessant. Verdammte Scheiße. Ich habe keinen Trank mitgenommen. Ich Volltrottel. Ich Volltrottel, kann ich nur sagen, nur. Okay, ich werde jetzt dann doch jetzt dann Tränke holen. Ich habe so viel Geld jetzt, ich weiß, ich habe wahrscheinlich 1 Million Poké-Dollar oder was. Frag mich nicht wie. Frag mich auch nicht wieso und warum. Jetzt meine ganze Taktik ist ruiniert wegen diesem scheiße Molga, ne? Meine Güte. Der zweite Kampf ist schon wieder verkackt. Das ist so eine fiese Taktik. Okay. Scheiß drauf. Ich werde jetzt so viel Geld jetzt dann bald verschwenden. Auch wenn es dann sehr viel Poké-Dollar wert wäre, mein ganzer Kampf. Na gut. Ich mache jetzt einen kurzen Cut, dann geht es dann gleich weiter. Noch in diesem Part, also... Kurze Pause, also bis gleich. So, da sind wir wieder, Leute. Ich habe jetzt wieder mal kurz ein bisschen jetzt richtig viel mehr Tränke und jetzt mal diesmal sehr viel mehr Beleberer reingepackt. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir werden jetzt den Arena-Leiter jetzt endgültig gerade machen. Dritter und letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann im nächsten Part. Denn ich werde jetzt nicht mehr so lange in die Länge ziehen, bis über eine Stunde. Das wäre dann zu verschwenderisch für mich. Zeitverschwenderisch. Für euch auch wahrscheinlich, definitiv. Und so ausgerechnet muss er jetzt Voltwechsel einsetzen, das gibt's doch nicht. Ausgerechnet jetzt. So. Den Voltwechsel lässt er jetzt dann sehr schön sparen müssen. Ach, verdammt. Ich habe jetzt so 20 Beleber, keine Sorge. 20 Beleber und 20 Hypertränke jetzt gekauft.
Das müsste wahrscheinlich jetzt auch reichen. Ich weiß auch noch, dass das andere Pokémon noch ein Nitro, die Attacke Nitro-Ladung hat. Ja, ich habe schon geahnt, dass jetzt Voltwechsel kommt, die Attacke, ne? Ja, Voltwechsel schon wieder. Wie jetzt die blöde Taktik. Und schon wieder Voltwechsel, ne? Ausgerechnet mit dem scheiß Voltwechsel, ne? Gut, Nitro-Ladung setzen wir jetzt ein. Es geht nicht anders. Wir müssen jetzt das Emolga endgültig platt machen. Irgendwie. Schluss mit den Spielereien. Schluss mit den Spielchen. Jetzt sind wir wieder bei Punkt A wieder angelangt. Sie hat wahrscheinlich Voltwechsel nur eingesetzt, damit sie wieder andauernd dieses Areoas spammen kann. Tja, falsch gedacht. Jetzt kommt Zebritz. Jetzt haben wir mal endlich mal die Nase vorne. Diesmal endgültig. Es wird sehr intensiv jetzt der Kampf. Viel Glück, mein Ganovilt noch zu besiegen, Camilla. Das wird jetzt aber sehr, sehr aufwendig werden, dieser Kampf. So leicht ist mein Ganovilt nicht los. Ich habe so viele Hypertränke bei mir, da kannst du jetzt echt davon Gift nehmen. Es ist sinnlos. Ja, heile ruhig dein Zebritz. Das wird dir nichts nützen.
Ich habe noch 46 Hypertränke, also da kannst du jetzt davon Gift nehmen. Sag jetzt schön zu deinem Zebritz Battle. Wir machen Battle. Ein KP noch. Wir werden jetzt Vegano will den Kampf gewinnen. Und das war's jetzt mit Zebritz, Leute. Dritter Versuch. Gelungen. Puh. Ich wollte dich nur aus der Fassung bringen, aber... es war einfach zu stark. Ja, ich habe ihn nicht lesen können. Wahnsinn, ich bin hin und weg von deinem Kampfstil. Du bist wirklich ein toller Trainer, ich bin beeindruckt. Hier, den hast du dir verdient. So, damit haben wir jetzt 4 Orden schon, Leute. 4 Orden. Yeah. Fehlen uns nur noch 4 Orden bis zur Pokémon-Liga, Leute. Die Hälfte des Spiels haben wir fast durch. Zusammen mit dem Volt-Orden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon bis Level 50 können hören auf dein Kommando. Ach ja, und das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel. Geilomat. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Als nächstes geht's wohl nach Maria City. Da geht es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man ja gar nicht hin. Keine Bange. Ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Gut. Na gut, Leute. Wir haben alles geschafft. Camilla hat mich jetzt nicht zum tiefsten enttäuscht, denn sie so übelst schwer war, aber... sie war eine sehr wütige Gegnerin, das muss ich schon sagen, obwohl ich 3 Niederlagen, ich glaube 2 Niederlagen, hinziehen musste. Mein LP jetzt. 5 Niederlagen, aber egal. Man gewinnt nicht öfters, man verliert auch öfters. Aber ich werde dann bald, sobald wir dann nach Maria City gehen, jetzt dann sofort trainieren. Also, falls es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben würde mich noch freuen und... ein Abo dalassen, wie gesagt, wie immer, falls ihr mein Content gerne mögt und nichts verpassen wollt, die jetzt Montag und bis Freitag hochkommen. Also bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und habt noch einen schönen Tag oder Abend noch. Euer Red Pocketendo. Ciao!